Jo, hallo. Erst einmal an alle und danke, dass ihr auf das Video geklickt habt. Und heute gehe ich mal auf das Thema ein, laute Lüfter der PlayStation 5, Spulenfiepen und so weiter. Ich glaube mal, es sind viele oder einige von euch betroffen, die das Phänomen haben. Ich habe auch Spulenfiepen, aber jetzt nicht so extrem. Oder laute Lüfter, wie es immer meistens dargestellt wird. Also bei mir ist der Lüfter im normalen Menübetrieb sehr, 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 sehr schwach zu hören. Und ich, wenn ich nah dran sitze, bin ich weiter weg, höre ich ihn gar nicht. Klar, dass wenn man jetzt ein Spiel startet, der Lüfter aufdreht, aber ist auch nicht lauter als irgendein Gaming-PC, der ein bisschen auf Silent getrimmt ist. Also stört mich auch nicht großartig. Aber es kommt dazu, dass die Spulen, ich gehe davon aus, vom Netzteil, dass die anfangen ein bisschen zu fiepen und je nach Situation von Bild auch unterschiedlich klingen. Und ich habe mal ein Video dazu gemacht, was wir uns später anschauen, welches ich audiotechnisch sehr, sehr, sehr stark erhöht habe. Also da nicht gleich in Panik verfallen. Ich habe wirklich ein Mikro hinten dran gehangen, was sehr empfindlich ist. Und um die Töne, um die Extratöne, die auftauchen, mal darzustellen. Aber es klingt in echt, wenn man sie live stehen hat, bei weitem nicht so schlimm. Also für mich ein erträgliches Spielen, was natürlich dieses Nebengeräusch kommt, ein natürlich ein bisschen um die Ohren, aber nicht so doll, wie es in dem Video dargestellt ist. Es ist nur zu Demonstrationszwecken. Okay, anfangen tue ich aber erstmal zu das Thema Lüfter. Da gibt es ja verschiedene. Und ich habe mir etliche Teardown-Videos angeschaut. Ich mache jetzt mal ein Bild dazu an. Moment. Und zwar dieses, da ist mir aufgefallen, dass man, bevor man den Lüfter ausbaut, schon erkennt, dass es da verschiedene Bauweisen gibt. Wir fangen jetzt mal, kommen jetzt mal mit dem Mauszeiger hier rein. Okay, man sieht ihn hoffentlich, ja. Ist schon alleine in der mittleren, in der Mitte, sieht man hier drin und ganz rechts, dass da schon verschiedene Bauweisen existieren. Und auch am Rand, an den Verschrauben, hier sieht man ein kleines Icon, sieht aus wie so ein QR-Code, bei dem ganz außen auch. Und in der Mitte sieht man hier eigentlich eher eine Seriennummer. Was mir aufgefallen ist, bei allen, die ihre Konsole ausgebaut haben und den leisen Lüfter haben, da gehe ich jetzt nicht darauf ein, das findet ihr zu Genüge, dass es verschiedene Lüfterbauweisen gibt. Und der leise Lüfter ist zumeist, wenn dieses Außengitter verbaut ist, was mir aufgefallen ist. Also hier der QR-Code, dann hier auch so eine Einstanzungen, wie man hier sieht. Gibt es hier nicht und hier nicht. Und hier bei diesem Lüftermodell oder bei diesem scheint das der leise Lüfter zu sein, wo man hier auch ein rotes Kabel sieht. Der mittlere wiederum, das ist der, den habe ich nachgeschaut, der auch bei meiner Konsole verbaut ist, scheint eigentlich der etwas lautere zu sein. Ich kann jetzt selber nicht klagen. Wie gesagt, sobald ich so in der Menüoberfläche bin, höre ich meine Konsole gar nicht. Im Spiel dreht er auf, ganz normal, aber für mich jetzt nicht unbedingt störend. Und wir können ja gleich mal zusätzlich uns das Video anschauen. Und ich warne trotzdem noch einmal, es ist nicht repräsentativ live vor Ort. Ich habe den Ton extrem laut verstärkt, damit ihr das hört. Und wir können ja dann auf die Geräuschkulisse näher eingehen. Und ich werde dann das Video jetzt gleich mal starten. Oder wir wechseln mal kurz dorthin. So. Okay. Und dann werden wir uns gleich mal das Video anschauen. Wie gesagt, ihr seht im Video, dass da hinten noch ein Mikro dran hängt. Man hört jetzt schon ein Brummen. Mach mal hier Pause. Dieses Brummen ist schon wirklich extrem stark zu hören, zwar, aber ich habe das so verstärkt. Normal hört man das gar nicht. Das ist jetzt das normale Lüftergeräusch.
Wir machen mal weiter. Und das ist die Menüoberfläche. Okay. Wie man hier schon hören kann, dreht der Lüfter jetzt natürlich hoch. Ist aber auch nicht so extrem stark zu hören, wenn man es jetzt normal vor Ort betreibt. Aber es geht mir eigentlich um das Spulenfieben. So, habt ihr das jetzt gehört? Das Knackern, was jetzt losging? Und sobald irgendeine Grafik geladen wird oder ich einen Blickwinkel ändere, scheint, je mehr Power von der Konsole verlangt wird, das Spulenfieben zu aktiviert werden. So, ihr habt ja das Brummen gehört und ich habe mal versucht zu lokalisieren, wo das herkommt, weil es hört sich erstmal so an, wenn man wirklich, ich muss ja, um das alles nachverfolgen zu können, mit dem Ohr schon stark rangehen. Wie gesagt, ich habe den Aufnahmeton extrem verstärkt. Das Lüftergeräusch von hier oben und das Brummen, dieser extra Spulenfiebenton, scheint auch von hier zu kommen. Aber ich denke mal, das ist bloß der Ton, das Signal, was dahin transportiert wird durch die Abluft. Wenn man genau rangeht, hört man es, dass das Spulenfieben hier unten entsteht. Also ich gehe stark vom Netzteil aus. So, wir können ja gleich nochmal weiterhören. Ein bisschen so. Jetzt hört man es wieder im Spiel. Mach mal lauter. So. Moment, das war jetzt. Ja. Also, wenn ich im Spiel bin, ist das Spulenfiepen lauter, gehe ich zurück. Mit der PlayStation-Taste ins PlayStation-Menü wird es automatisch wieder leiser. Aber der Lüfter läuft normal mit seiner Geschwindigkeit weiter. Also ich gehe definitiv aus, wie manche trotzdem sagen, das Knackern und Klackern kommt von Lüfter. Bin ich jetzt hier bei mir jetzt nicht der Meinung, dass es bei mir so ist. Man merkt, wie sich auch die Tonhöhe ändert, je nachdem, wie sich das Bild verändert. Kann für manche vielleicht nerviger sein, aber bei manchen Konsolen fällt es auch generell lauter aus. Also bei mir zum Glück nicht. Ich werde es im Auge behalten, ob es schlimmer wird. Aber ich habe, ich sitze ja nur wirklich, man sieht es, Monitorkonsole, ich sitze vielleicht 50, 60 Zentimeter weg. Und ich habe normal mit Boxen ohne Kopfhörer auch Borderlands, die PS5-Version, die spielt Goodfall. Also wenn ich normal spiele, dann fällt mir das nicht auf oder geht mir jetzt doller auf den Senkel. Aber es kann schon sein, dass es bei manchen Konsolen lauter und stärker ausfällt. Und da wäre dieser Knisterton vom Spulenfiepen schon nervig. Und wenn ich das Spiel beende, ist das Spulenfieben sofort weg, Lüfter dreht runter und Konsole ist wieder flüsterleise. Es hört sich jetzt hier in dem Video, hat sich natürlich jetzt noch stärker angehört. Okay. Ja, bleiben wir dabei. Aber wie gesagt, es dient jetzt bloß als Demo-Zweck. Tut mir leid, dass ich jetzt keine bessere Aufnahme oder irgendwas zustande bekommen habe. Ja. Ich hoffe, ihr seid welche der Glücklichen, die das nicht unbedingt zu doll haben, dass bestimmte technische Geräte elektronische Vibrationen oder elektronische Sachen haben. Bleibt nicht aus. Aber es sollte wie bei manch anderen, wie bei, ich hab's ja, man hat's ja bei Dr. Unbox King gesehen oder bei manchen Konsolen, die sogar im Menü so extrem laut sind. Ja, das sollte nicht sein. Das ist doof. Ich werde meine nicht aufbauen oder irgendwas, weil ich bin trotzdem zufrieden. Meine ist wirklich in der Hinsicht leise. Hätte ich nicht diesen Ton jetzt mal zu Demonstrationszwecken extrem verstärkt. Tut mir leid, dass ich das so oft erwähne. Nicht, dass da bloß ein falsches Bild entsteht im Internet, dass die Konsolen laut sind wie Düsenjets.
Ich habe es erst probiert, mit einem normalen Handy ranzugehen, aber da war das Geräusch zu schwach, dass ich es überhaupt hätte richtig aufnehmen können, um zu zeigen, ja, da knistert es da und das ist Lüftergeräusch. Ich musste echt mit Audio-Tricks arbeiten, um das alles künstlich zu verstärken. Okay, ja, bedanke ich mich trotz alledem fürs Zuschauen und ich hoffe, ich konnte euch einen Überblick verschaffen. Lasst euch nicht entmutigen. Dann trotzdem viel Glück beim Konsolenkauf. Und ist trotzdem eine super Konsole. Vielen Dank an euch. Bis dahin. Ciao, ciao.